Servus. Hallo, hallo und direkt zur dritten Folge, dritten Runde mit mir, Weidro und genau, Zarkos. Zarkos, genau. Warum machst du es so? Bei Sanctum 2 und ich würde sagen, los. Los, okay, dann drücke ich mal auf Weiter. Wir haben freigeschaltet das Tor. Gegner kommen von vier Seiten. Nein, ich denke, eines ist der Kern. Ich würde sagen, eins ist der Kern. Und ich rate einfach mal, dass das mit den drei Eingängen ist. Ja. Da dürfen wir uns was Lustiges ausdenken. Aber ich habe ja, da auf jeden... Hab da schon. Ja, ich habe auch eine Idee. Aber mal schauen, was du so basteln wirst. Ich starte nochmal. Ja. Das sind die Schutzanzüge, von denen wir geredet haben, wurden angetextet, Dingsen. Ja, ja, genau. Zieht der eine Typ da gerade den Schlauch aus dem Vordergrund, oder? Ja, ich glaube, der ist ein bisschen gaga. Infiziert. Aktiviert die Verteidigungsanlagen. Die kommen von allen Seiten. Ah, ja. Nein, das muss heißen, sie kommen von allen Seiten! Genau, sie kamen von hinten. Dein Ping wird alt schlechter, ne? Mein Ping soll nicht schlechter werden. Meine Maus spinnt gerade. So, und weil du es wolltest, nehme ich jetzt mal Sweet Autum. Leveln die eigentlich getrennt oder leveln die gemeinsam? Ich würde sagen, die leveln gemeinsam. Hoffe ich. Ready to fight. Ja. So, dann eben ich Rex. Den und von gerade mit dem war ich gut zufrieden. Ich habe keine neue Waffe, aber so, ich habe eine Verstärkung. Alle drei Treffer werden 100% ohne Schaden. Ja, das ist geil. Machen wir aus einer AOE-Raketenwerfer einen AOE-Raketenblitzwerfer. Wie auch immer. Ja, ich denke, ich nehme den 100% Waffenschadenbonus. Genau, ich habe wieder Gatling und Tesla dabei. Okay, nicht wieder Gatling und Kanone. Ach, die wir sehen können. So. Oh, wir haben 12 Dinger, hab ich. Bleib da! Ich hab gar nichts. 12, na super. Wo bin ich? Ich muss... Die ersten kommen von... dahin. Passt mir genau in dem... Ich würde von vornherein hier anfangen zu bauen. Weil... Wenn ich das richtig sehe, genau. Würde ich nämlich hier anfangen zu bauen. Guck mal her. Hier anfangen zu bauen und dann. Ich dachte, dass wir die. So rüber. Ich dachte nämlich, dass wir den hier hinten. Nee, Quatsch, warte mal. Den hier. Den hier sammeln wir ein und führen den in der Spirale quasi zu dem ersten hinzu. Ja, ich weiß aber nicht, wann die von da hinten kommen werden. Ich auch nicht, deswegen müssen wir andersrum bauen, ne? Du hast recht. Eben. Ich warte, dann machen wir hier zu. Genau. Muss ich den dahin stellen oder dahin? Nee, schon da, wo du jetzt gerade warst, also dahin, da. Genau. Machst du hier eine? Dann ziehst du hier die Linie rüber. Wo? Hier, davor. Achso, dass die alle zu sind, außer einer. Ja, nee, die können ja hier, auf der zweiten Linie hier können die ja laufen. Stimmt. So, weiter die Linie. Wie viele hast du noch? Ich hab noch 4. Du hast noch 4, dann müssen wir es momentan erstmal drauf ankommen lassen. Dass, ja, sonst würde ich jetzt erstmal weiterziehen. Ich würde halt hier das noch bis hierhin machen oder so. Oder bis hier. Und dann hier entlang so eine andere Linie, so eine andere Linie ziehen. In die Richtung. Ich würde nämlich diese hier. Ich möchte, dass die Mobs, guck mal hier, wo ich bin. Dass die Mobs nachher hier lang laufen. Nee, warte, Quatsch. Die Mobs, die von hier kommen, laufen hier lang. Bin jetzt. Ja, ja, genau. Das will ich ja auch. Genau, und dann kommen die hier dazu. Dann kommen die dazu. Ganz hier hinten. Und kommen dann halt irgendwann
hier Richtung Ende. Ja, genau. Deswegen meinte ich halt, dass es dann so eine Schlangenlinie wird. Ich kann es ja schlecht aufmalen. Aber ich kann es ablaufen, warte mal. Also, dass die Viecher halt hier lang laufen müssen. Bis dahin, genau. Und dann so. Und dann hier entlang. Und dann wieder komplett hier bis hinten und dann wieder zurück. Bis da hinten und so weiter. Ja, gut, ja, dann sind wir uns ja etwa einig. Das heißt, der nächste kommt hier hin, in jedem Fall. Ja. Und dann auf jeden Fall noch hier einer hin. Klug genug, mich halb zu erschlagen. Ich mache jetzt erstmal hier den Diagonalen. Ja, stimmt, Diagonal kannst du auch machen. Und dann hier. Geht ja. Ich habe immer vergessen, dass Diagonal auch geht. Ja. Und da. Ich würde sagen, dass ich hier eine Kanone hinsetze. Nee. Da. Ja, genau. Und hier, wo ich stehe. Da eine Kanone. Da hat sie am meisten Auswirkungen. Ja, dann mach da und dann auf die Ecke da, wo du es erst wolltest. Oh, wie cool ist das denn? Auf deinem Rücken steht Sweet. Sweet. Steht auf meinem Rücken, Dude. Moment, zeig mal her. Nee. Ah, Sweet. Dude. Sweet. Sweet. Dude. Dude, auf deinem Rücken steht Sweet. Was steht auf meinem Rücken? Sweet. Was steht auf meinem Rücken? Dude. Was steht auf meinem Rücken? Nein, aber auf deinem Rücken steht wirklich Sweet. Na dann. Willst du noch so ein Elektroteil bauen? Wenn du mir genug dafür gibst, würde ich das da hinstellen. Ja, mach. So, und ums Aufrüsten kümmere ich mich dann wieder. 210, dann passt das da und das nicht. Und das. Was kommt als erstes? Blablabla. Viechers. Ach, davon. So. Sweet, ich bin fertig. Gut. Ich bin auch. All set. Ah, da kommt die. Das ist ja. Das ist ja nice. Da können wir die ganze Zeit schon drauf schießen, oder? Ja. Ja, jag mich, geh weg von den Türmen. irgendwas hab ich hier, was einen Dot verursacht, oder war da gerade? Ich hab keine Ahnung. Hat mich gerade fies weggeschleudert. Easy going. Ja, guck mal, jetzt kommen sie von hier. Okay, dann mache ich hier einen hin. Ja, wir sind jetzt ja. Moment. Nee. Den nicht. Der war falsch. Okay. Der war falsch. Weil. Zeig mir einfach an, wo du einen hin haben willst. Moment mal. Ach, scheiße, die kommen ja von dort raus. Ja, genau. Wir können noch den ersten Diagonal. Bringt uns, glaube ich, mehr, ne? Dann würde ich den ersten hier hinsetzen. Warte mal. Wir müssen die Gatling nochmal abbauen. Ja, dann los. Dann beeile ich mich jetzt. Aber der hier, dann war der richtig. Ja. Aber die Gatling war halt falsch. Hast du ihn jetzt davor gesetzt? Ja. Nein, der ist falsch. Stimmt, wir können diagonal. Nein, wir können direkt hier hin. Wo ich jetzt bin. Ja, dann mache ich jetzt hier einen. Der kann auch weg. Was hat er vor? Ich will. Ach so. So. Ja. Tower hier, Tower da. Und den dann hier hin, diagonal. Nee, Moment.
Der kann auch. Der, den hätten wir healen können. So, und jetzt matsche ich hier diese Bauarbeiter. Nee, platt. Den muss jetzt darfst du einen platt matschen. Ich baue mal die Gatling wieder auf. Ja, okay, ja, an der Stelle steht sie auch besser. Sollen wir dann hier, wo ich stehe, was hinbauen? Moment. Warte mal, ich würde gerne noch die anderen upgraden. Wäre es ganz cool, wenn du mir mal die Kohle geben könntest. Ja, komm her, Bitch, da. Ich stehe doch da. Oh, das ist schön, nice viel. Nächste Runde baue ich dann aber erstmal hier was, dass die hier einen Umweg gehen müssen. Welche einen Umweg gehen müssen? Es müssen doch jetzt schon alle einen Umweg gehen. Nein, die, die hier hinkommen, noch nicht wirklich. Die laufen hier am Rand entlang und sind dann quasi da. Ja, das ist mir zu kurz. Und die würde ich nämlich... guck kurz, wo ich langlaufe. Die würde ich erst nach hier hin schicken. Und dann zurück. Ja, machen wir doch im Grunde, wenn wir jetzt das hier noch weiterführen bis... Ja, aber das... Bis das hierhin. Eh nur bis hierhin, wo ich jetzt stehe. Und ja, dann, passt etwa. Eben, und dann kommt von dort. Auf los geht's los, so los. Zu spät. Ich muss ja auch noch los machen. They're here. Ich schieß mal hier direkt wieder auf die, weil das so witzig war. Au! Komm der her. Nerv mich. All done for now. Jetzt kommen sie von hier hinten. Kannst du. Hättest du schon schräg bauen können? Nö, jetzt. Ne, warum? Wir wollen doch hier hin. Ich wollte eigentlich hey, noch mal da hinten. Das ist eigentlich total wurscht. Gib mir noch mal ein paar Teile, ein paar Turmelemente. Ich hab nur noch eins. Egal, die Tower funktionieren ganz gut. Ja, upgrade die noch mal, dann soll es wohl. Also, ich maximiere. Ich maximiere fröhlich vor mich hin. Maximiere. Das hier war allerdings eine Map, wo kein Stadttower da war, ne? Wo kein was? Wo kein Tower da war, der von Anfang an da war. Ja, stimmt. Aber dafür leben alle unsere 6 Hanseln hier oben noch. Ja, und 3, nee, 5 sind, 5 sind schon draufgegangen, oder? Ist ja egal. So, egal. Ist dir egal? Was bist du denn für ein scheiß Egoist? Das sind Menschenleben. Das sind Wehrpflichtige. Okay, du hast recht. Wehrpflichtige sind keine Menschen. Das stimmt, ja. Das ist vollkommen zu. Wenn's vor allen Dingen, es gibt ja keine Wehrpflichtigen mehr bei uns. Du hast alles gedingst oder dingst du schon die nächste Tür? Beantwortet das deine Frage? Ja, gut. Enter? Bei mir hat er gesagt, all set. Das scheint nicht. Ist dein Raketenwerfer eigentlich wie erwartet AOE? Ja.
under control. The situation under control. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich baue mal nach hier hin weiter, die Linie. Bau mal hier noch einen Blitztower hin. Ja, gib mir Zeug. Hab nichts mehr. Ja. Und dann da eine Gatling oder was? Ja. Das sind neue Gegner, pass mal auf. Ja, irgendwelche komischen Bodenkriecher. Das gefällt mir. Alter! Was denn? Warum baust du so ein Ding dahin? Ich hab da nichts hingebaut. Oh fuck, stimmt, hab ich wohl. Egal, bauen da weg. Genau. Hatte ich noch angewählt von vorher. Also wirklich. Ja, warte mal. Hier würde ich sagen, schicken wir die so im Slalom hin und her hier drin, oder? Ja, mach doch, was du nicht lassen kannst. Das ist alles dein Ding jetzt. Ey! Außer du wirfst die Dinger auf mich drauf. Alter. Da hast du instant Schiss, ja? Wenn du irgendwas von oben vom Himmel fallen hörst. Hab dir die Kohle gegeben. Nee, der gefällt mir nicht. Nee, mir auch nicht. Weil wenn du den wegmachst, dann kannst du die hier noch ein kleines Stückchen weiter schicken. Ich hätte jetzt hier einen hingemacht. Ja, meine ich ja auch. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du dann hier noch ein kleines Stückchen machen kannst. Ich überlege gerade, den hier kann ich eigentlich auch wegnehmen, oder? Welchen? Den da. Das ändert nichts an dem Maze-Verlauf. Genauso wie ich den hier wegnehmen kann. Ja. So, wie wolltest du und die jetzt den hier. So, jetzt würde ich den hier hinschicken, ne? Und doch, der hier ändert was im Maze-Verlauf. Den hier, den würde ich hier jetzt einen hinsetzen, oder? Ja. Dann kann ich den da auch kannst wegnehmen. Du hier noch einen hinsetzen. Rein theoretisch, nee, das ist unmöglich einen hinzusetzen, ne? Genau, hier würde ich blocken. Und der hier muss bleiben.
Den hier in der Ecke, den hier könnte ich rein theoretisch wegnehmen. Nein, kannst du nicht. Ja, der kommt. Ver- da kommen doch die Viecher von hier hin, von da ganz hin. Und auch hier entlang gelaufen und dann so ja, haben sie hier so ein kleines bisschen mehr Weg. Das kleine bisschen kann uns den Arsch retten. Weil wir haben immerhin Welle 5 von 8, also. Oh, 8, okay. Ja, dann bau einfach hier auf dieser mittleren Linie, wo wir jetzt stehen, die meisten Türmchen. Ja, da bin ich dabei. Und mit den Blockaden, die wir in der nächsten Runde kriegen, würde ich sagen, machen wir dann die Ecken dicht. Ja, also um sowas mehr wie Platz wie zu jetzt. Haben. Genau, zum können Laufen. Wir uns oben ein bisschen besser drauf bewegen. Good to go. Na dann, ich habe hier einen Raketenwerfer. Der eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht. Here we go. Na, wenn du meinst. Der Raketenwerfer sieht doch ganz okay aus. Ich habe hier so ein Ding. Das gefällt mir nicht. Was ist denn das für ein Ding? Ist einfach drauf, okay? Ha! Ich hab hier hinten so einen Weak Point gesehen. Also der Dicke hat hinten einen Weak Point. Ja, ja, hab ich gesehen, allerdings, ist hier gerade zu viel anderes Zeug, was mich irgendwie immer die ganze Zeit unboxt. Aber scheinbar regeneriert man ein bisschen Leben. Ja, zum Glück. Alter, das ist ein zweiter von den Dicken. Immer schön in den Arsch hinein. Ja. Um mal wen anders von unserem Kanal zu zitieren. Surprise Butt Sex. Ja, das. Was mir gerade auffällt. Den hier hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Wen? Den da. Keine Ahnung, welchen du meinst. Wieso kann ich. Achso, hast du noch welche? Drei, ja. Gib her. Weil ich kann hier noch ein bisschen was Mäßiges bauen. Das kostet die hier hinten noch mal ein bisschen Zeit. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Entschuldigung. Alles in Ordnung. Man darf auch mal versuchen, seine Lunge loszuwerden. Auch du. Ja. Die muss raus. Und vor allen Dingen direkt hinterher. All set. All set. Ich brauche nächste Runde Blitzdings, ne? Was? Ich nächste Runde Blitzdings 1-2 bauen tun. Verstanden? Ja. Blitzdings du bauen. Blitzcrank, alles klar. Nein, Blitzcrank nicht. Ich habe Gemetzel an ihm gerichtet. Gips, Gips everywhere, alles klar. Schießt mich gerade. Ja, ich hab hier gerade so ein Ding. Einer von diesen Swarm-Dingern, deine Spermien, meine ich. Und noch einen. Ne, ich bin gerade mit dem ersten beschäftigt. Nein, ich meine noch eine Tiefe.
Au. Ach, du kriegst selbst Damage, wenn du mich abschießt, oder? Oh, das wieder so ein Spermien? Keine Ahnung, ab. Das sieht echt gut aus. Hier kann sich gut drauf bewegen, wenn das zusammen ist. Da können sie einen vor allem nicht richtig erwischen. Diese hässlichen, komischen Aliens. Okay, ich hab nichts mehr. Ich würde jetzt hier mal so ein Blitzdings hinsetzen. Ja, bau. Bau eher Blitzdings. Genau, und ein bisschen Rest reingesteckt zum Upgraden. Boah, 40 und zwei von den ganz dicken. Einer von denen. Was ist denn lustig? Wo steht denn die gesamten. Oh Gott. Genau, oh Gott. Ich kümmere mich erstmal um die dicken da. Am Raketenwerfer. Ja, pass auf deinen Rücken auf, ne? Eigentlich können wir uns nur noch um die Dicken bzw. diese Spermien kümmern. Der Rest muss der Turm schaffen. Ich meine, wir schaffen ja auch alles. Schaffen wir den Turm, ist die Frage. Ja, weil guck mal, einer von den Dicken ist gerade relativ weit. Ich weiß nicht, ob du dran bist, aber. Das Problem ist, dass die Krieger ja auch noch da sind. Irgendwas schießt hier mit Laserstrahlen. Schwerer. Was knapp. Ja, guck mal, wo der zweite schwere Kampfläufer ist. Und jetzt überlegt, wie lange ich den ersten gebraucht habe. Mal fragen. Auf den konnte ich von hinten schießen, auf den anderen nur von vorne. Warte mal, ich kann keine Türme mehr bauen. Das war der Unterschied. Warte mal, Türme kann ich nirgendwo mehr bauen, ne? Ne. Ich upgrade erstmal den Blitzturm. Ist ja nicht mehr viel zu tun. ja, dann upgrade ich einfach alles, was da ist, oder? Ja. Ja, warte mal, bau mal eventuell hier, wo ich stehe, eine Gatling. Also da, vorne. Quatsch, keine Gatling, ne Dingens, von den anderen ein. Ich kann momentan nichts mehr bauen. Ja, warte mal, sonst ich stelle hier noch einen Blitz hin. Da stehe ich einen Blitz hin, oder da? Da, ne. Die laufen auch schon hier rein, ne? Ja, ja, weiß ich, dann stelle ich den besser hier hin. Oh, super, danke. Bitte. Kannst du gut gebrauchen, ja, oder? Ja, falls sie kaputt gehen, ja. Okay, ja, los, let's ne? Go. Letzte Welle.
guck gerade, wo ist was von den Dicken? Ein Boss ist erschienen? Wo? Oh. Oh. Keine weiteren Fragen. Hm. Heilige Scheiße! Der macht unsere Dinger kaputt. Schön vorne auf die rote blühende Stelle. Vorne? Okay. Heilige Scheiße, wollen wir uns verarschen? Es scheint. Ja, aber gut ist, dass er erst alles zusammenschlägt, bevor er durchrusht. Alter. Wie viel Leben der noch hat? Der ist noch mehr als halb. Ah, er hat's auf mich abgesehen. Ganz ehrlich, ich finde es gerade besser, dass er dich schlägt, als unsere Türme. Aber... beziehungsweise gar nichts mehr schlägt. Ja, meine fährt am Boden weg. Geil. Okay. So, was haben wir hier? Ein AR-Minenspender, den brauchen wir nicht. Wieso? Wenn er immer wieder Minen macht, finde ich das gar nicht so schlecht. Ein Kampfgewehr. Das klingt schon besser. Ja, hab ich auch. Und heilt den Kern nach jeder Welle um 12,5% seinen maximalen Gebrauch. Brauchen wir bis jetzt nicht. Nee. Verursachst 1000 Schaden an jedem Gegner, der den Kern trifft. Brauchen wir auch nicht. Das ist gar nicht so schlecht. Jo, neuer Turm. Um einen zusätzlichen Turm aufzurüsten. Sehr okay. Nice. Na gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Mhm, genau. Wir die war so noch schön die Schadenaufteilung, ja? Tötung vor allen Dingen. Ja? Beitrag hat versagt. Du, ich würde mal sagen, du hast einen Raketenwerfer, du Vogel. Ja und? Ja, guck mal bei verursachtem Schaden. Ja. Ja, ja. Ja, genau. Der macht ja auch keinen Schaden. Ja, ja, genau. Ja, so. Wirklich. Ja, bis nächste Folge. Ich prügel den kleinen Lutscher hier im Teamstick mal zusammen, dass er ein bisschen Vernunft kriegt. Ach ja, komm nur her, aber bring Bier mit. Ja, okay, ist ein Deal. Du die Grillbürstchen? Ja, mach ich. Okay, also, alles wir zwei klar. Gehen grillen und ihr guckt euch die nächste Folge an. Tschüss! Tschüss!